So, ich spiele mal wieder eine Demo für euch, und zwar das Spiel Aska. Wir erstellen hier einen wilden Wikingerstamm. Das kann man alleine oder mit bis zu drei anderen spielen. Und man kann auch intelligente Dorfbewohner beschwören. Wir schauen mal. Ich glaube, die Demo kann man ungefähr 6 Stunden lang spielen. Und wir werden aber erstmal Einzelspieler oder nee, Charakter ändern. Wir werden erstmal unseren Charakter ändern. Wie wollen wir denn aussehen? Aska? Ragnar. Okay. Ragnar, natürlich Ragnar. Okay, ich glaube, das passt so. Also, man hat jetzt nicht so viele Einstellmöglichkeiten. So, Aska, Tochter des Raben und Hüterin des Auges, ist die brillante Anführerin der verbannten Völker des Nordens. Sie ist eine flinke, unermüdliche und einfallsreiche Jägerin, deren außergewöhnliche Wahrnehmung nur durch ihren Intellekt übertroffen wird. Sie allein kennt die Geheimnisse des Auge Odins und ist die Hoffnung der Zukunft ihres Volkes. Vitalität, kann ich das noch ändern? Nee, das bleibt so. Okay, dann speichern. Dann gehen wir mal in den Einzelspielermodus. Neues Spiel. Schauen wir mal. Einen Schwierigkeitsgrad konnte ich jetzt gerade nicht einstellen. Welt wird erstellt. Wusstet ihr schon? Jotunblut kann durch den Abbau von Jotunblutsplittern erhalten werden, die überall in der Welt verstreut sind. Es kann außerdem von gefallenen Monstern. Punkt, Punkt, Punkt. In the days before, the gods gave us the spark of ambition, lit the fire of creation. They gave us a world of our own, a home. They made us builders, warriors, legends. They gave us everything. But our hubris overcame us. We thought ourselves to be gods instead. Am PC liegt's We nicht. tore apart their memory, and we were punished. Everyone, everything, cast into the fire. Yet some of us were spared. Auch nur der Start Soundfall, again. der so wackelt. Okay. Z Bereich absuchen, I Inventar, B bauen, L letztes Gebäude wiederholen, M Karte, H Tutorial, Escape Pause. Okay, also wir sind von dem da. Gehen Sie bitte. Bitte gehen Sie wieder, ja? War nett. Danke, dass Sie uns hierher gebracht haben. Was da hinten? Fische. Die Götter verfügen. Errichtet das Auge Odins und baut euren Stamm neu auf. Ja, wir waren doch eh nur zu zweit, so wie das aussah. Wo ist denn der andere? Der ist jetzt weg anscheinend. Okay, wir nehmen mal das Zeug, das Jotunblut. Das brauchen wir wahrscheinlich für irgendwas. Weiß noch nicht wofür. Okay, unten hat man eine Essens-, Kälte- und Durstanzeige. Also Hunger, Durst und Kälteanzeige. Hier ist ja gar nichts weiter gelandet, oder? Muscheln. Ah, die kann man sammeln. Kann ich bestimmt auch essen.
angeln kann, die Fische so rumspringen. Jetzt habe ich gerade Z gedrückt und da Ressourcenfinder. Drücke Z, um Ressourcen in deiner Nähe zu finden. Die Götter segnen dich mit der Möglichkeit, mit der Eigenschaft, mit der, ihr wisst schon, was ich meine, wichtige Ressourcen zu finden. Use this at your discretion. Aber was mache ich denn mit R? Verwerfen? Ah, toll. War ja keine Ressource, es war einfach nur eine Info. Was ist denn das? Ich habe keine Waffe! Bitte gehen Sie! Ich habe noch keine Waffe! Oh! Ist aber ein bisschen. Vielleicht muss ich doch ein bisschen was einstellen. Es tropft Fasern. Wartet mal, vielleicht muss ich die Einstellung doch noch ein bisschen zurücksetzen. Aber eigentlich dachte ich, das ist ja so eine. Also eigentlich kann es nicht am PC liegen, aber man weiß. Nee, V-Sync an vielleicht? Versuchen wir es mal mit V-Sync an. Vielleicht liegt es daran. Okay, warte mal, wie baue ich denn? Mit B. Was haben wir hier? Materialien, Bildnisfertigkeiten, Werkzeuge, Waffen, schwacher Knüppel, einfacher Stachelknüppel. Okay, 5 Holz, 3 Knochenfragmente, Harz. Stock und Harz, mein Gott. Okay. Da hinten ist noch so ein komisches Vieh. Ah, ich kann das Schilf sammeln, okay. Aber da kommt schon wieder. Ich fühle mich nicht mehr gut hydriert. Ja, okay. Mehr. Hier ist ein Stock. Okay. Stöcker. Man hat das hinten jetzt so am Rucksack drauf. Ist natürlich auch witzig. Oh, wie viele von den Viechern sind denn hier? Haben wir noch irgendwo Stöcke? Ich brauche Stöcke für eine Waffe. Oder haben das jetzt nur die Viecher fallen lassen? Ich habe sie betäubt. Ich kann nicht mehr mal so eine Muschel zubereiten. Ich muss zwar nicht. Wisps sind das, okay. Ich bin ein Wisp-Vernichter. Okay, was haben wir hier? Was ist denn hier? Doch gar nichts. Wow. Wow.
Wo oben rechts hat man eine Anzeige, Tage überlebt. Ah, schauen wir mal. Kann ich hier vielleicht die Kisten irgendwie kaputt machen? Nee, ich kann das nicht wieder verwerten. Okay, wir gehen nochmal ins Baummenü. Machen wir hier. Wasserflasche. Rinde und Seil. Einfaches Feuer. Fasern und ein Stock. Eins von sechs. Ich muss leider weiter reingehen. Ich habe zwar irgendwie die Befürchtung, dass ich hier aufs Maul bekomme. Ich einfach Bäume schlagen. Erhalten. Ernten erfordert Äxte. Ja, schön. Oh, da ist noch einer. Nein, nicht zwei. Wie unfair! Hui, 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 hui. Habe ich ein bisschen wenig Leben. Was haben wir jetzt hier? Ja, und was ist jetzt hier? Hier ist doch gar nichts. Ich kann hier nichts aufheben, ne? Von wegen hilfreich. Hilfreich zum nächsten Gegner, oder was? Es wird gleich dunkel. Muss ich irgendwie diesen Strich hier folgen? Das Schilf bringt mir aber nicht wirklich was. Steinhaufen. Nicht ernten. Beeren. Oh, Beeren ist gut, glaube ich. Lecker. Gibt auch ein bisschen. Bisschen trinken. Dann gesammelt. Tagebucheintrag. Tagebuch ist. Hier vielleicht? Keine Ahnung. Ich folge einfach. Vielleicht ist das the way to go hier, erstmal den Dingern zu folgen. Ich habe gerade einen Wolf gehört, oder? Oh Gott. Also mit dem Wolf möchte ich mich jetzt aber wirklich noch nicht anlegen. Dass man hier keine Äste nehmen kann. Wieder so ein Vieh. Blocken mit Q. Ich habe aber nichts zum Blocken. Schwerer. Ah, ich kann auch einen schweren Angriff machen. Da macht die Tür dann ganze zwei Schaden.
Es ist ein bisschen schade, dass man hier kein Holz findet. So für den Anfang. Werkzeuge, warte mal. Holzhacke braucht natürlich auch Stöcke. Woraus mache ich denn ein Seil? Hier. Seil kann ich. Ach, mit J ist Tagebuch, okay. Steinklinge kann ich auch. Ich kann. Das kann ich machen. Ich kann eine Steinaxt herstellen. Ah, okay. Okay, dann gucken wir mal ins Tagebuch. Das sind die Baupläne. Materialien, Gunst der Götter. Aller Anfang ist schwer. Kann ich mir das irgendwie nehmen? Nee. Damit lernt man dann nur. Oh mein Gott, was gibt's hier als Ressourcen? Das ist dann meine Siedlung. Informationen und Tutorials. Okay, ich habe jetzt eine Steinaxt. Da kann ich ja jetzt doch mal so einen Baum anholzen. Bessere Ausrüstung. Okay, wir brauchen einen kleineren Baum. Ich werde langsam durstig. Ja. Hier, den hier. Wie lasse ich den wieder fallen? Warte mal, den muss ich weiter zerhauen. Jetzt habe ich ganz viele kleine Stücke. Ah, okay. Jetzt wird doch langsam ein Schüchchen draus. Rinde haben wir auch bekommen. Haben wir noch ein paar Bären? Keine Ahnung, wie viele. Das war's schon wieder mit Bären. Okay. Ich werde langsam. Jetzt hör doch mal auf, ständig durstig zu sein. Okay, ich habe mich gerade gefragt, wann mein Inventar voll ist. Gerade eben. Einfaches Feuer. Bereitstellen. Und jetzt? Ach, es fehlt noch was. Fehlt noch Holz. Ah, und ich sehe gerade unten rechts, das Ding hat auch eine Haltbarkeitsanzeige. Das Tag überlebt, das erinnert mich gleich wieder an Stranded Deep, war das. Ihr wärmt euch am Feuer auf. T-Menü. Verbessert oder erweitert dieses Gebäude? Heißt das Gebäude oder? Okay. Feuerstelle. Diese einfache Möglichkeit, sich nachts warm zu halten. Eine wiederverwendbare Feuerstelle. Ja. Aber kochen kann ich daran nicht, oder was?
Ich hätte gedacht, ich kann da kochen. Okay. Okay, was kann man noch? Wasserschlauch. Und wie füllen? Wo? Ich brauche wahrscheinlich Wasser, um den zu füllen. Logisch. Unterschlupf. Drei lange Stöcke. Warte mal, kann ich das? Ihr müsst bauen. Feuerstelle habe ich doch. Hier ist auch eine Feuerstelle. Muss ich das da draufhalten? Hä? Ach so, warte mal, weil das ein einfaches Feuer ist. Ah, ich verstehe. Warte mal. Feuerstelle. Brauche ich nochmal vier Stöcke. Jetzt wüsste, wo ich meine Stöcke vorne habe liegen lassen. Drei von vier. Habe ich nicht gerade vier eingesammelt? Man sieht das halt so schlecht, was man da. Das Feuer wärmt euch nicht mehr. Ja, okay, hier kann man noch einen kaputt hauen. Es ist halt ein bisschen dunkel. Holzfällerei. Ein Holz. Brenner. Nie Inventar voll. Oh, Scheiße. Inventar ist nie. Lachssamen, was lasse ich denn mal fallen? Was ist denn das hier? Beschwörung von Dorfanwohnern. Ah, okay. Dafür braucht man dieses Blut. Wie? Ach so, das nimmt kein. Okay, das nimmt anscheinend gar keinen Platz weg. Hä? Ach so, hier oben. Ach hier, mittlere Gegenstände. Oh mein Gott. Es gibt zwei verschiedene Inventare. Hä? Das ist ein einfaches Feuer. Aber ich hätte gedacht, ich habe das vorhin schon mal ausgewählt gehabt. Feuerstelle. Okay, dann machen wir jetzt eine Feuerstelle. Fehlende Ausrüstung hacken. Abflachung erforderlich. Hacken. Ich kann nicht. Hier ist eine Holzhacke. Dafür brauchst du Steinklingen. Auch noch mal einen Stein. Ah, ich kann auch speeden. Tja, was mache ich denn jetzt hier mit dem? Mit dem Durst. Wo habe ich denn das gerade hingesetzt? Ach, ich habe es wieder abgerissen. Ne? Ich werde wahrscheinlich einfach sterben im Tutorial. Nein, ich habe Tag 1 überlebt. Juhu. Okay, kann ich jetzt noch mal? Jetzt fehlen mir wieder die Steine. Juhu. Nein, ich habe doch abbrechen gedrückt. Wow.
Okay, wir müssen leider noch mal in den Wald, um uns ein paar Beeren zu suchen. Weil wir sonst verdursten. Vielleicht findet man ja auch irgendwo einen See. Oh, da vorne. Hat du Bären? Lachs. Gott, mich wird bestimmt gleich ein Wolf angreifen. Aber was ist denn dieser Punkt hier eigentlich auf der Mini? Also jetzt folge ich einem orangenen Punkt. Wo führt er mich hin? Hätte ich da die ganze Zeit hingemusst? Oder soll das einfach nur Norden sein? Alter, es muss doch hier irgendwo was zu trinken geben. Ich kann doch kein Meerwasser saufen. Ich finde nicht mal mehr Beeren. Hier sind welche. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war sehr, sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Das machen wir bitte nie wieder. Ich hoffe, die wachsen nach. Die Frage, bleibe ich jetzt gleich hier oben? Weil hier ist eigentlich, hier sieht es ganz nett aus. Nur Steine gibt es hier wieder keine. Obwohl, ich habe eine Hacke. Vielleicht kann ich Steine abbauen. Ja, da brauche ich eine Spitzhacke. Brauche ich natürlich zwei Steine. Okay, heißt das, ich gehe noch mal runter? Also die eine Hacke, die ich jetzt habe, die ist wahrscheinlich nur vom Bodenhack. Oh, hier sind nochmal Bären. Mal Karte. Und von wo bin ich gekommen? Scheint von da. Okay. Na gut, dann gehen wir da nochmal hin. Gehen nochmal an den Strand und hoffen, dass uns jetzt nicht unterwegs was angreift. Und dann gehen wir wieder da hoch, wenn wir die Hacke haben.
erschreck mich doch nicht so. Wo? Wo? Ich hab mich doch gerade schon wieder so ein Vieh angegrunzt. Wo? Freund, ich muss dann irgendwann wieder die Dinge einsammeln, die ich habe fallen lassen. Okay, wir gehen jetzt einfach wieder hoch. Diese fehlende Komponente, was fehlt? Ach so, Steinklingen sind das wieder. Oh. Okay, dann brauche ich ja doch noch zwei Steine. Hätte jetzt schon wieder schief gehen können. Was ist das hier? Ach, das ist mein Jotunblut. Ah, dann habe ich es da gefunden. So. Geht's wieder zu der Lichtung. Aber das mit dem Trinken, das muss ich noch lösen. Ich weiß noch nicht wie. Aber irgendwie. Ich glaube, die Grafik ist so, weil ich so wenig getrunken habe. Also mir ist ein bisschen duselig. Stand da zumindest. War ich denn? Doch. Irgendwo da. Das sind nochmal Beeren. Die muss ich auch gleich. Falls wir hier hochkommen. Hallo? Komm ich jetzt nicht hier hoch? So, wir sind wieder auf der Lichtung. Wir haben eine Hacke. Dann wollen wir das jetzt nochmal mit dem Feuer versuchen. Feuerstelle. Achso, ich habe ja jetzt eine Hacke. 8 Steine. Autsch, ein Splitter. Vor allen Dingen, die Bären heilen mich gar nicht. Wie heil ich mich denn? Und wie lange braucht denn der Stein, bis er kaputt ist? Kann ich schon mal was einsammeln? Oh mein Gott, das dauert ja ewig. So. 2, 3. 3 Steine? Ich brauche 6. Ja, aber da habe ich nicht gerade noch einen gesehen. Oh mein Gott, das kann ja ewig dauern. Ja, die kleinen Steine nehmen.
Guck mal, in dem Wasserschlauch scheint ja ein bisschen Wasser drin zu sein. Ihr habt euch bei der Arbeit... Ich hab mir ein Bein gebrochen, oder was? Ich kann einfach aus dem Schlauch trinken, obwohl ich den einfach nur hergestellt habe. Ich hab mir irgendwas gebrochen. Wollt ihr mich verarschen? Ich fühle mich nicht mehr gut hydriert. Hä? Stimmt denn mit denen nicht? Wo sind jetzt die ganzen Steine, die ich hier rausgeschlagen habe? Da war doch jetzt nicht nur ein Stein drin. Das ist ja krass. Okay, jetzt kann ich zumindest das Feuer machen. Ich glaube, ich auch schon wieder dunkel. Boah. Aber ich muss noch rausfinden. So habe ich denn jetzt keine Stöcke mehr. Das Spiel macht mich fertig. Eigentlich den Stock kaputt machen. Brennholz. Ich brauche aber Stöcke. Hier kommt alles Mögliche raus. Nur nicht das, was man gerne haben wollen, täten, tun würde. Klar. So, ich werde jetzt ein Feuer bauen, hoffe ich. Feuerstelle. Okay, ich hab's. Ich habe entzündet. Und ich könnte jetzt einen Grill machen. Vier Seil. Feuerschutz. Eine Abdeckung vor den Elementen schützt. Aha. Die Frage ist, wie bekomme ich Wasser? Okay, okay, okay. Eins nach dem anderen. Kann ich speichern? Ich kann speichern. Okay. Ha. Wichtig. So, dann schaue ich nochmal. Unterschlupf. Langer Stock. Zwei Seile. Acht normale Stücke Rinde. Okay, Seile. Kann ich. Kann es sein, dass ich am Feuer mich ein bisschen heile? So leichtes Heartbeat, was man da hört. Wäre natürlich gut.
haben wir hier? Schwache Fackel. Bietet Licht und hält Wildtiere fern. Natürlich brauchen wir dafür Stöcke. Völlig klar. Fasern, Brennholz, Holz. Hier das war Rinde. Das gibt's doch gar nicht, oder? Hier kommt zwar viel Brennholz raus. Aus so einem Baum. Aber insgesamt nur 3 Stöcke oder 4 Stöcke. Das jetzt einfach mal hier herlegen, in der Hoffnung, dass es nicht verschwindet. Frag mich, wie ich das machen soll, weil ich kann das ja erst hinsetzen, wenn ich die Materialien habe. Regenspeicher. Oh, damit kann ich Wasser sammeln. Mama, ich muss Zwergfichten. Zwergfichten geben Stöcke, dann muss ich nicht die großen zerhauen. Man könnte ja auch mal lesen, was da steht, ne? Zwergfichten. Das ist eine Zwergfichte. Und die kann ich einfach so sammeln? Okay, Claudie. Okay, was brauchst du? Und das... Ach, ich brauche trotzdem 3 lange Stöcke. Okay. Ja, das ist aber erstmal Priorität hier. Wasser finden. Ich hab mir schon wieder was gebrochen. Das ist ja typisch. Kann ich mehrere aufnehmen? Nein. Ach, dann ist das Inventar wieder voll. Ist das vielleicht... Ach so, das ist... Ah, okay. Wie soll ich denn das machen? Ich leg das dann hier einfach hin, oder was? Okay. Okay, einen langen Stock brauche ich noch. Aber dann muss es natürlich auch regnen, um Regen speichern zu können. Meine Axt gibt auch Göttingeist auf.
was fehlt denn jetzt noch? Ach, Stöcke. Hab noch welche gesehen. Noch einer? Und da ist noch einer. In der Ausrüstung Hammer. Natürlich. Natürlich fehlt mir jetzt der Hammer. Natürlich brauche ich dafür nochmal zwei Stücke. Na klar. Na klar. Also komm. Tja, könnte ich nochmal den Langstock hier zerhauen, ne? Oder ich gucke nochmal nach einer Zwergfichte. Knoblauch. Sammeln. Sammeln Wasser. Okay, da war jetzt aber noch nicht viel drin, ne? Aber okay. Oh, ich krieg erstmal Wasser. Das ist gut. Ich krieg Wasser. Jetzt wäre noch die Frage, wie ich Leben bekomme. Wir gucken mal ins Tutorial rein. Ah, das war so H. Einfache Produktion. Kampf. Hm. Warte mal. Waffentypen, Ausdauermanagement, Feinde betäuben. Ha. Tipps und Tricks zu. Der Schlupf als nächstes Jahr, dann das Auge Odins. Aber wie leben? Wie Leben herstellen? Wie? How? Okay, wir gucken nach dem Unterschlupf. Drei lange Stöcke, acht Holz und Rinde. Okay, aber den... Okay. Zwei Tage überlebt. Welch Wunder. Okay, lange Stücke. Hier ist noch einer. Rinde haben wir genug. Aber ich werde wahrscheinlich... Also wenn mich jetzt nochmal irgendwas angreift, dann habe ich einfach Pech. Meine Axt ist auch gleich kaputt. Da brauche ich wieder Steine dann dafür.
auf jeden Fall sehr mühsam, das alles zu bauen, aber das macht es ja umso realistischer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich hätte gern den Langstock. Wo ist der lange Stock jetzt hin? Hallo? Ja. So nach und nach bauen anscheinend. Ja. Jetzt brauche ich Seile. Jetzt brauche ich noch einen langen Stock und die Stöcke. Wieso liegen jetzt hier so viele Stöcke rum? Wo kommen die denn jetzt her? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Aber warte mal, das ist nicht das, was ich brauche, oder? Achso, doch. Da steht 5 von 8. Okay, ich verstehe. Ich dachte, unten zeigt es das an, was ich im Inventar habe. War aber nicht so. Hier noch ein Stock. Da ist noch ein. Es müsste ja hier irgendwo noch ein langer Stock liegen. Wir bauen wieder. Interessant. Sehr interessant mit dem Bauen. Ich habe mich schon wieder verletzt. So, Rinde. Rinde liegt hier auf jeden Fall genug rum. Das ist Ried. Da ist Rinde. Brennholz, Brennholz. Ich fühle mich nicht mehr so stark. Ja, ach so, weil es der Bau nicht mehr voll ist. Ah. Ehren essen? Gott, die sehen aber aus, als hätten die auch eine Haltbarkeitsanzeige. Die Muscheln auch? Die Muscheln sind schon rot? Okay, die können schlecht werden. Scheiße. Wir haben eine Unterkunft. Ins Bett gehen. Ich kann hier ins Bett gehen. Haus verwalten. Villagers that are already assigned to the household, they can be dismissed. Villagers that are homeless and can be assigned. Villagers that already have a household. Aha, okay. Also ich kann hier sehen, wer hier wohnt, wer hier nicht wohnt. Abreißen. Nee, nee, nee. Keine Aufwertung verfügbar. Okay, aber wir gehen jetzt mal ins Bett, oder? Also da ist jetzt so eine Lebensanzeige, also so ein Herzchen. Und es geht richtig langsam hoch. Bei Odins Macht, ich bin voller Stärke. Oh, das dauert ja jetzt richtig lange. Okay.
Okay, es muss erstmal reichen. Das Wassergeplätscher hier. Oh, schön. Und erstmal unsere. Trinkschlauch voll. Ist jetzt voll. Gluck, gluck. Das steht ja sogar da. Okay. Speichern. Warum ist jetzt hier so ein Ausrufezeichen? Wie kriege ich das? Nee, nicht draufhauen. Unterschlupfmenü öffnen? Nee, da kann ich nur abreißen. Oder soll ich da... Okay, warte mal. B. Magie. Das Auge. Ah, okay, warte mal. Das wahrscheinlich. Befeuert es mit Jotunblut, um einen neuen Dorfbewohner anzulocken. Sucht in der Wildnis nach Jotunblut. Das ist ja wieder was anderes hier. Okay. Geebnet. Ah, okay. Wir brauchen Dorfbewohner. Aber ich verstehe das, ich verstehe dieses Ausrufezeichen hier nicht. Oh mein Gott, vor allen Dingen, es ist Frühling. Es kann auch Winter werden, sozusagen. Okay, was brauche ich jetzt hier alles? Stöcke, Steine und lange Stöcke. Ich werde mich dann nochmal hinlegen, wenn es wieder dunkel ist. Sieht denn das Feuer eigentlich aus? Obwohl, ich kann das ja dann auch wieder anmachen, wenn es soweit ist. Ich hoffe nur, dass da jetzt keine Wildtiere kommen. Wenn das jetzt aus ist. Weil bei der Fackelstand hält Wildtiere fern. Scheiße, meine Axt wird gleich kaputt sein. Kann ich mir überhaupt eine neue basteln? Stock, Steinklinge und Seil. Na, theoretisch schon. Steinaxt ist kaputt gegangen. Na, immerhin hat sie noch gehalten. Gott, von wo habe ich das jetzt geholt? Das muss man ja auch noch wiederfinden. Ach du Heiliger. War das nicht hier? Ah, okay, wo ist der Baumstamm? Sag mal. Hier sind neue Bären. Das ist gut. Wo ist denn der Baumstamm hin? Von dem ist gerade eben. Müde von elektrischer Bestürzung unwillig zu bewegen, während die Nacht grau wird. Ah? Findest du? Hier ist der Stock. Muss man echt ganz genau auf den Boden gucken, ne? Das ist keins. Was ist denn das so neblig? Ich sehe nichts.
die auch einfach so essen kann? Zwiebelsamen gesammelt. Oh, das gibt's dann bestimmt auch noch. Oh, ich kann einen Brunnen herstellen. Und richtige Waffen könnte ich mir auch machen. Die Frage ist... Ich muss wahrscheinlich erst alles herstellen, bevor ich später anpflanzen kann und so. So, ich brauche noch ein paar junge... Was war denn das? Was habe ich gerade gebrochen? Wo ein Dreck war, ist jetzt eine Straße. Ja. Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Es war zu schnell weg. Mehr von diesen Zwergfischen. Es wird schon wieder dunkel. Ach, ich glaube, ich mache mir erst eine Axt, oder? Kann ich eine Steinklinge machen? Nee, kann ich das hier wieder rausnehmen? Nee. Scheiße. Ich muss mir erst eine neue Axt basteln. So, wo war der Steinhaufen? Hier. Kleiner Stein. Kein Stein zu wild? Den ich nicht gesehen habe? Nee, ne? Das dauert halt ewig, weil das sind immer nur 3, 4 Schaden. 5, okay. Steinmetz. Ah, okay. Stein. Seil. Dann haben wir erstmal eine neue Steinaxt. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und da es jetzt schon wieder dunkel ist, werde ich erstmal mein Feuer schon wieder anmachen. Und dann Schlummi. So. Ich habe jetzt einmal komplett mich voll geschlafen. Das hat doch ein bisschen gedauert. Aber zumindest hat es geklappt. Erstmal speichern. ich weiß immer noch nicht, was das Ausrufezeichen ist. Aber wir werden jetzt erstmal das Auge hier zu Ende bauen. Wir brauchen noch 4 Steine und einen Stock. Das mit den Ressourcen fallen da nicht. Kann man das vielleicht ausmachen? Ich habe jetzt nochmal Z gedrückt. Vielleicht geht es dann wieder aus. So. Steine. Wo war denn dieser Steinhaufen vorhin? Schon wieder vergessen. Hier kann man die Jotunsplitter ernten. Aber ich habe ja eigentlich genug in meinem Inventar. Ja. Wo waren die Steine? Hier. Nee, natürlicher Wasserspeicher. Aha! Sowas gibt's auch? Aber das muss man erstmal finden.
Was war das? Ein großer Pilz oder ein Stein mit... Nee, ich glaube, da ist einfach ein Stein mit Wasser drin. Mit so. Aha, aha, aha. Das hätte ich ja vorhin... Nein, das habe ich... Na gut, aber den großen Stein schleppe ich jetzt einfach zu mir. Brauche ich bestimmt später auch. Ich muss bestimmt später wieder Riesensteine schleppen, um irgendwelche tollen Häuser zu bauen. Kann ich mir vorstellen. Okay. Dieses Suchding, das geht immer noch an. Mein Feuer ist ausgegangen. Später noch mal ein bisschen Zeug reinschmeißen. Hab ich noch Rinde im Inventar? Beziehungsweise Feuerholz, nicht Rinde. Und was ich sehr gut finde, man hat hier oben rechts eine Zeitanzeige. Das finde ich so gut. Das fehlt mir in so vielen Spielen. Fehlt mir das einfach. Bei Subnautica wusste... Obwohl, nee, bei Subnautica sage ich schon bei... Ich wollte eigentlich Stranded Deep sagen, aber bei Stranded Deep gab es das. Aber wo es das zum Beispiel nicht gab und mich echt gestört war, bei Enshrouded. Bei Enshrouded, das hat das, dieses Spiel Enshrouded mega, 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 mega toll. Aber mit Uhrzeitanzeige wäre das mega, mega, mega toller. So. Give me some stones, please. Die sind immer nur, aber ich... Das kann man halt, also selbst wenn man hackt, geht es wahrscheinlich nicht. Geht's wieder an den Strand? Ah, hier ist ein Riesenstein. Oh, hier ist nochmal eine Zwergfichte. Fast vorbeigelaufen. Was war hier gerade noch zum Sammeln? Den kann ich nicht abbauen. Tanne. Müde vom elektrischen... Schon wieder. Also irgendwie, wenn das hier so nebelig ist, kann die gar nicht leiden. Ob ich hier auch Steine rausbekomme? Gott, nee, ich will nicht. Ich will nicht meine Waffe kaputt machen. Nur um was zu bekommen, was ich eh schon habe. Ehrenbringer. Gefion begünstigt euch. Ja, kann Gefion mir mal ein paar Steine begünstigen? Was? Nein? Wo? Das klang gerade wie eine Ziege. Was? Da oben. Bist du das hungrige Dings? Ah, okay, ich glaube, die greifen nicht mich an, oder? Die würden nur meine... meine Beete angreifen, wahrscheinlich. Boah, jetzt bin ich aber gerade... Jetzt hatte ich aber gerade Muffensausen, ey. Himmel! Jetzt hatte ich gerade Schiss. Steine, wo?
Das Wasserspeicher. Das macht einen der Kirre hier. Ah, hier sind noch Steine. Also, wenn man genug Zeit hat, sich hier einzurichten, ja? Ich hab mich schon wieder verletzt, war ja klar. Also, wäre jetzt irgendwie schon eine krasse Angriffswelle gekommen, dann hätte ich das Spiel, glaube ich, deinstalliert. Weil das ja schon ein bisschen lange dauert, was man hier macht. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man das zu viert spielen kann, dass das dann schon wieder ziemlich nice ist. Also wenn man die Smolkrö verlassen das Dorf. Ja, okay. Okay, das waren zum Glück nur Pflanzenfresser. Oh, das war jetzt aber ein Wolf. Okay. Was will er jetzt? Was ist das für ein Zeichen? Großer Stein. Ach ja, guck, jetzt kommen die großen Steine. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass da hinten jetzt Wölfe sind. Zumindest wurde ich gerade angejodelt. Kannst halt noch einen Bären fressen, ne? Was ist denn die 5? Eine Zwiebel. Bereitet euch darauf vor, Tränen kulinarischer Freude zu vergießen. Ein Gemüse mit Heilkraft. Oh! Ein Gemüse mit Heilkraft. Wo waren denn gerade die Steine? Ey, bitte kein Wolf, ja? Doch, da ist einer. Oh mein Gott. Ich kann nicht gegen dich kämpfen. Glaube ich. Okay, in der Richtung sind Wölfe. Uncool. Äußerst uncool. Aber man kann sie abschütteln. Jetzt habe ich gerade den Stock mit reingetan. Geil. Oh, okay, in der Richtung sind Wölfe. Ich habe keine Ahnung, ob ich einen Wolf schaffe. Ich fühle mich nicht so, als könnte ich einen Wolf schaffen. Ich brauche 2 große Steine. Oh Gott, meine Spitzhacke ist auch gleich hinüber, wollte ich sagen. Das ist natürlich schlecht, weil für die brauche ich auch wieder Steine.
Habe ich gerade den Stein fallen lassen? Hallo? Ich habe den wirklich fallen lassen. Tja, mir fehlen zwei Steine. Jetzt war ja klar. Guck mal, da hinten wären auch Steine gewesen. Sogar in Sichtweite. Nun ja. Vielleicht liegen da einzelne Steine rum. Das wäre natürlich super. Okay, dann gehe ich nochmal zum Strand runter. Ich glaube, das ist auch hier, dass man länger sammelt, weil wenn man das zu viert spielt und alle haben Durst, dann soll sich ja jeder was nehmen können. Ich kann mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Okay, also. Ach so, wenn ich länger sammle, dann sind es auch die Samen, die ich mit einsammle. Oh, warte mal, ist hier noch ein kleiner Stein? Bitte, bitte, bitte. Tatsache. Juhu. Muss ich doch nicht bis ganz runter rennen. Okay, sehr gut. Autsch. Ihr habt euch bei der Arbeit verletzt. Ich lerne halt auch nicht draus, ne? Bist du doch jetzt hier. Ich glaube, immer wenn man 50 abgebaut hat, ist quasi ein so ein Stein ab, weil der besteht ja auch, also der hat ja auch 50 HP. Dieser Bauhammer kann übrigens auch kaputt gehen. Schön. So, ach, das ist das Rathaus. Lager öffnen. Ach, süß. Eins von fünf. Da muss ich alle reinmachen vielleicht? Ich tue mal alle rein. Ah, und dann kann ich es activaten. Wählt eure nächsten Dorfbewohner aus. Vorteile, nächtliche Widerstandsfähigkeit. Ich gedeihe in der ruhigen Nacht und ertrage die Kälte mit größerer Tapferkeit als andere. Ich kann extreme Hungerphasen aushalten, ohne starke Stimmungseinbußen zu erleben, was mich widerstandsfähiger bei Nahrungsknappheit macht. Oder Sommerangler. Während der Sommersaison erreichen meine Angelkünste ihren Höhepunkt. Ich besitze ein angeborenes Verständnis für das Verhalten von Fischen im warmen Wasser
Was es mir ermöglicht, reichliche Fänge zu sichern. Ich glaube, dann nehme ich erstmal den, weil der Sommer kommt ja vorher. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Die hauen mein Haus. Spinnt ihr? Aua. Aua. What the fuck? Hörst du mal auf, mein Haus zu zerstören? Gott, mir geht die Pumpe, Leute. Ach, warte mal, ich kann doch auch blocken? Nee, kann ich nicht. Die haben fast meinen Unterschlupf zerstört. 9 von 300. Oh Gott, mein Herz. Erfordert ein Messer. Vor allen Dingen habe ich. Ich habe gerade mit dem Bauhammer gekämpft. Nun. Euer Ernst, ja? Euer Ernst. Ich bin so gespannt, was ich aus dem. Nicht, dass die wieder aufstehen. Häuten 1. Alter, ist heute die. Really? Ja, hier liegt. Ich glaube, die Haut fliegt hier daneben. Oder? Knochenfragmente. Ey, ich glaube nicht, was hier gerade passiert ist. Ey, Himmel. Was war das? Wie kann ich das denn wieder reparieren? Oh mein Gott, da muss ich ja alles nochmal neu reinschmeißen, um das zu reparieren, oder was? Zeit bis zur Ankunft des nächsten Dorfbewohners. 6 Minuten 28. Oh, dass ich die überhaupt geschafft habe, ey. Naja. Aber es kann hier drin noch schlafen. Jetzt mal hier meine Beeren aufessen, wo die kaputt sind. So. Also, ich muss das jetzt wieder neu machen. Also 4 Rinde, ein Seil. Ich glaube, Seil. Ist aus dem Ried gemacht, oder? Das Fasern auf jeden Fall. Rinde.
Harz ist auch Brennstoff. Warte mal, wir können auch Harz da reinschmeißen. Das Feuer. Bäh. Der erste von vielen. Okay, neuer Dorfbewohner. Was machst du jetzt? Der holt sich erstmal Wasser. Oder was macht der jetzt? Was machst du? Menü Dorfbewohner öffnen. Eure Dorfbewohner sind standardmäßig Bauarbeiter. Sie beginnen automatisch mit dem Bau jeder Baustelle, die ihr platziert. Um ihnen andere Arbeit als Bauarbeiter zuzuweisen, müsst ihr ein Produktionsgebäude bauen und sie ihm zuweisen. Baut eine Holzfällergrube und weist ihr den neuen Dorfbewohner zu. Dadurch wird er zum Holzfäller. Um ihn wieder zum Bauarbeiter zu machen, müsst ihr ihn von seiner aktuellen Arbeit entlassen. Aha. Moral leicht steigend. Ach komm, das gibt's bei denen auch? Optimistischer Ausblick. Unbehagen des Sturmreiters. What the? Probleme? Ich bin obdachlos. Bitte gib mir einen Platz zum Schlafen. Der will jetzt auch noch eine Hut haben. Der sammelt jetzt erstmal Zeug ein. Okay. 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 Ja, mach das ganz. Ach. Hä, wie jetzt eh halten zum Reparieren? Das ging vorhin aber nicht. Ich raste aus. Ah, okay. Das Harz ist doch nur Brennstoff für die Fackeln, wahrscheinlich. Okay, da will also auch was zum Schlafen. Okay, du machst das. Nimmst du das selber hier? Zeit, etwas zu bauen. Ja, genau. Okay. Okay. Arbeitsmoral. Baut der das jetzt alles selber ab, oder was? Da muss ich gar nichts mehr machen, oder wie, oder was, oder wer? Ach, hör auf. Okay, der kümmert sich selber. Das ist natürlich gut. Okay, also der wollte... Okay, was haben wir dann jetzt noch? Rabenaltar? Stellt Rabenschädel her, mit dem Aska zur Rabengestalt wechseln kann. Aha. Dorfbewohner versammeln sich hier, um Geschichten zu erzählen. Okay, warte mal. Holzfällergrube. Steinbruch. Ach, Steinbruch wäre mir fast lieber. Sammlergrube. Ein wackeliges Gebäude, das es Dorfbewohnern ermöglicht, Nahrung und Materialien aus der Wildnis zu sammeln. Ach, das kann Arbeiter beherbergen. Ich brauche gar keinen Unterschlupf an sich. Kann zwei Arbeiter beherbergen. Beherbergen. Aha.
Was hat denn der jetzt für eine Quest hier? Bleib doch mal stehen. Ich würde gerne dein Dorfmenü öffnen. Probleme? Ich habe keine Seile gefunden. Ich habe kein Seil gefunden. Ja, okay. Jetzt muss ich mich um zwei Leute kümmern. Eine Brustmahlzeit. Das einfach fallen lasse, dann kann der das wahrscheinlich benutzen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Aber bitte jetzt nicht zum... Weil wir müssen das testen. Ja, yep, ist damit er ein. Okay. Der darf nur nicht zum Wolf laufen. Bitte. Haben wir noch mehr Flachs hier irgendwo? Gut, wenn man irgendwo so ein Lager hätte, wo man die Sachen reintun kann, wie bei The Forest. Okay, what's your problem? Schon wieder kein Seil? Na warte. Na warte. Oh, ich dachte, ich hätte gerade Seil. Ach ne, das waren nur Bären, die ich gerade gefunden habe. Da noch Rinde. Wir sind gerade. Da. Wir brauchen erstmal Lachs. Bären wachsen nicht nach, also zumindest nicht über Nacht. Oh, da war nochmal Knoblauch. Was ist jetzt mit der Grafik? Ah, dieser Nebel, wenn man da im komischen Winkel zusteht, dann wird es sehr grisselig im Bild. Braucht man hier noch große Stücke. Aber die kannst du doch selber abhacken. Oder wir erstmal das hier fertig machen anscheinend. Boah, jetzt ist aber super nebelig. Himmel.
Haus verwalten. So. Ich dachte, du machst das selber mit den Langstöckern. Muss ich das machen? Okay. Da lag wahrscheinlich vorhin noch einer rum. Den er gefunden hat. Okay, also Baumaterialien müssen rumliegen. Die machen die doch nicht selber. Also muss ich noch ein paar Dorfbewohner mehr abschleppen. Einer kann ja dann hier in der Sammlergrube wohnen. Beziehungsweise das gebe ich, glaube ich, dem dann gleich. Weil wir brauchen Nahrung. Die Frage, kann ich denn auch irgendwas... Marker, Sammelmarker... Weist einen großen Bereich zum Sammeln von Nahrung zu. Aha. Gebäuderessourcen. Okay, okay. Drei bis vier Schaden, fünf bis... Ich mache mir mal so einen Stachelknüppel hier. Das ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt ist die Frage... Bärenköder. Nee. Dünne Angelrute. Dreimal Köder aus rotem Fleisch. Oh mein Gott, ich kann wilde Tiere auch anlocken? So, du gehst jetzt sammeln. Bring uns was Leckeres zu essen, ja? Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nichts gesehen. Was hier wie ein Lager aussieht. Das ist dann wahrscheinlich hier in der Sammelgrube drin. Lager öffnen. Ah, das ist dann hier drin. Alles klar. Kann man ja... Jetzt gemacht. Wieso ist das jetzt da unten? Kleine ausrüstbare Gegenstände wie Köder und Samen. Große Munition wie Pfeile und Bolzen. Zweitwaffe. Hauptwaffe. Da. Das ist jetzt die Hauptwaffe. Mal gucken, ob man Klamotten herstellen kann. Okay. Haus verwalten. Ich kann das aber nicht zu meinem eigenen Haus machen. Also deswegen ist dieses Ausrufezeichen hier, weil ich das irgendjemandem zuweisen muss. Aber das ist meins. Ich habe die ganzen Sachen hier mal eingelagert. Okay. Okay, okay, okay. Wo ist er denn? Sehe ich den auf der Karte? Ja. Gott, geht's dir gut? Juhu, endlich frei. Wie endlich frei? Endlich etwas Erholung. Ich spüre, wie meine Stärke... Warte mal. Aufgaben anzeigen. Wählt die Aufgaben aus, die ihr zuweisen möchtet. Wählt ein Dorfbewohner. Oh ja, wählt die priorisierte Aufgaben. Ja. Rote Beete. Hier, warte mal. Lager. Gemüsekorb, Obstkorb, Materiallager. Ach, es gibt verschiedene. Aufgaben... Okay.
Aber die Arbeitszeiten kann ich dem jetzt nicht einteilen, ne? Weil da meint er endlich frei, hat er jetzt Feierabend. Zeit für ein Nickerchen. Ja. Hä, ich dachte, okay, das kann doch. Okay, der braucht anscheinend doch. Ach, mit beherbergt einen Bewohner meinen die offensichtlich nicht, dass der da schlafen kann da drin, sondern dass der, dass einer da arbeiten kann. Okay. Okay. Okay, also ich habe jetzt 2 Stunden gespielt. Der Anfang war etwas tricky, aber so langsam sehe ich es durch. Ich finde, natürlich ist es am Anfang sehr, sehr anstrengend, wenn die Sachen so lange dauern, wenn man so krass lange auf etwas rumhacken muss, bis man es bekommt. Aber im Endeffekt macht es das eigentlich umso cooler, weil es dann realistischer ist. Man kann insgesamt 10 Dorfbewohner haben. Das heißt, die kann man dann alle noch einteilen. Ich bin mir sicher, dass je nachdem, wie weit man hier kommt mit dem Bauen, dass man dann natürlich auch Mauern bekommt, richtige Häuser etc., Waffen, Kleidung haben wir ja gerade schon gesehen, dass wir uns hier Sachen basteln können. Aber das kommt sicher alles noch, je nachdem, wie weit ich mit dem Herstellen etc. bin. Ganz besonders interessiert bin ich natürlich wieder an der am Ackerbau. Da bin ich gespannt, wie man, also was heißt gespannt, aber da kommt bestimmt noch mal so ein komischer Schafsangriff, den man dann abwehren muss, damit die einem nicht die Wintervorräte wegfressen. Schreibt mir gern mal in die Kommentare, was ihr bisher von dem Spiel haltet. Ihr könnt die Demo, wie gesagt, spielen. Ich glaube, 6 Stunden lang. Ich habe jetzt 2. Ich werde es bestimmt auch noch weiter antesten. Ob ihr das spielen würdet, ob ihr das eher im Solo Player seht oder im Multiplayer, ist definitiv im Multiplayer. Ich denke mal, dass man dann nur 6 Dorfbewohner haben kann. Obwohl. Oder 7, weil man hatte ja gerade 0 von 10. Ich bin gespannt, wie der Winter ist. Ich bin gespannt, was es für Gegner gibt. Ich bin gespannt, wie die Quests. Also, dieses Spiel hat durchaus Potenzial. Durchaus. Das werde ich. Da werde ich meine Community schon irgendwie dazu bringen, das zu spielen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Demo gefallen hat, wenn ihr gern mehr solche Sachen von mir sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ein Daumen nach oben wäre ganz super duper und bis zum nächsten Mal. Ciao!